Freunde, was geht? Heute beim Vergleich Black and White, teuer gegen günstig, Pomapan gegen Ilford HP5. Pomapan 400, HP5 auch 400er ISO, beides 36 Frames. Wir sind jetzt heute in der Düsseldorfer City unterwegs. Mal gucken, was so vor die Linse kommt. Jetzt hier an der Kö. Genau. Machen unseren Weg Richtung Altstadt gleich. Ja, mal vielleicht so ein bisschen Street Photography mäßig jetzt erstmal unterwegs sein. Und ich bin heute auf der EOS 650 unterwegs. Ferdi ist auch. AL1. Genau, AL1. Wir haben beide 50mm, 1,8er. Sollte recht gut vergleichbar sein. Genau, ja, beides Canon-Objektive. Filter auch drauf. Mal gucken. Vielleicht nehmen wir die gleich auch nochmal ab für den Vergleich. Ja, wir losen jetzt nochmal aus, wer den Ilford haben darf. Preislich gesehen erstmal Fomapan 5 Euro und Ilford liegt, glaube ich, bei 9 Euro ungefähr meistens. Also fast die Hälfte. Genau, fast die Hälfte. Ich würde sagen, wir schnicken und wer gewinnt, kriegt den Ilford, oder? Ja, easy. Genau. Ah, oh, scheiße. Ja, easy. Dann schießt Ferdi den Ilford in der Canon. Wir laden den Film kurz rein und sehen uns gleich wieder bei den ersten Bildern. Oh, schickes Ding. Guck mal, kannst du pushen. Ja. 1600. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Ersten Shot habt ihr gerade schon gesehen. Uns ist beim Laden schon aufgefallen, der Fomapan hat anscheinend kein DX-Code-Reading. Hendrik musste das ISO selber einstellen. Die Verpackung war billiger und der Film war auch ein bisschen unsauber geschnitten, ne? Ja, genau. Machen wir jetzt schon Richtung Altstadt? Ja, ich würde sagen, oder? Oder sollen wir die Kür nochmal runter? Ich fände Kür auch interessant, deswegen. Ja, vielleicht kommen ein paar lustige Gesichter. Sehr schwierig, Frames zu finden. Ja, ich glaub's. Düsseldorf ist in New York, man. Und vor allem auch die Dings zu finden, so die Confidence, dass du jetzt einfach hart drückst. Ja, ja. Weißt du? Aber ich würde sagen, wir sind eine Presence genug. Safe. Nee, muss Manual Focus reinhauen. Das geht nicht. Ja, okay. Hätte ich nicht gedacht. Scheiße, jetzt hauen die gerade ab. Das ist mein Motiv ist abgehauen. Fail. Was war das Problem? Ich war zu langsam. Die waren fertig mit dem Einkauf. Fuck. Ich glaube, der ist krass. Okay, glaube ich. Ich glaube, war wieder ein bisschen zu spät. Ferdi hat gerade mal wieder nicht gefilmt. Wir hatten gerade da hinten, da saßen drei Leute auf der Bank. Das sah eigentlich ganz sick aus. Drei? Mal gucken. Ja, waren da, ja, drei ganze? Ein kleiner Pi. Boah, beim Kiosk sehe ich ein Motiv. Habe ich auch gerade gedacht, ja. Ist eine 125. so aus der Hand verwackelt? Nee. Wenn ich so laufe? Nein, ich glaube nicht. Safe nicht. Ich glaube, ich gehe mal lieber auf 250 für Safety. Leider nicht on cam. Boah, der Ring hat gesaved, nichts. Richtig. Eine Exposure scheint ziemlich, ziemlich leicht zu sein. Warte, guck mal. Vielleicht gibt es ja einen schönen Frame. Das Wasser sieht eigentlich ganz cool aus. Habe ich auch schon gedacht gerade. Nee. Nee. Nee.
Fahren, ein bisschen wie so vorausschauendes Fahren. Weißt, ich war jetzt auch noch nie so aktiv am Street. Du bist immer so, guckst schon 100 Meter weiter und stellst dann schon mal so, guckst, wie viel Licht hast du. Ja, und in der letzten Sekunde nur noch den Fokus. Ja, ja. Das ist auch was Neues nochmal. Das ist auch echt eine geile Challenge, so finde ich. Ja. Weißt du? Ich habe gerade off-cam schon dir schon gesagt, Lieblingsmotiv, kein sexueller Fetisch, nur ein Fotomotiv. Omas. Omas haben immer so krassen Swag, ey. Ja. Die ziehen sich an wie ich. So mit Schalen und so. Es nicht an. Ja, siehst du das Herz? Ja. Ich finde das Mary X muss auch ganz interessant eigentlich. Weißt du? Nein, das könnte auch auf Schwarz-Weiß kommen. Aber kommen wir da irgendwie näher ran? Guck mal hier. Ja. Rechts am Zaun? Ja, das ist mal rechts. Eher rechts, oder? Ja. So, wir gehen jetzt mal hier zu dem Haus. Wir versuchen jetzt mal hier den Frame einzufangen. Kamera anmachen wäre auch von Vorteil. Soll ich mal schon mal spannen? Vielleicht auch mal so einen Dog mitnehmen, weißt du? Ein Dog? Auch schon gedacht. Ja, doch, 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 doch. Fest. Das war eingelassen. Ich mach den hoch. Ja, genau jetzt läuft mir der Kinderwagen weg. Bottles in the ice. Stay hydrated, kids. Lizard. Problem ist halt auch, die Canon ist so laut, ne? Ja, die macht ja Autofokus ziehen schon. Ja, die macht halt dann immer. So, ein chilliger. Ein chilliger Milliger. Sau voll drauf. Riesenrad angekommen. Mal gucken, was es da so gibt. Sagst du? Vögel sind drauf, aber der Rest des Frames. Boah, ich tue mich immer so schwer, mit einem Riesenrad das zu framen. Also ich liebe Riesenräder als Fotomotiv. Aber meistens habe ich so einen Cornershot. Irgendwie so nur rechts oben die Ecke drauf. Ich finde auch so Ecken finde ich eigentlich immer sehr, sehr nice. Aber dann rutscht man ins Hoch. Ich will ja, weißt du, dann rutscht man ins Hochformat. Wie mache ich jetzt ein geiles Bild quer von diesem Riesenrad? Sind alle so da am Trappen. Komm, wir steppen einmal drüber. Ja, Freunde, ich hoffe mal, ihr hört mich hier noch. Ist ein bisschen windig, aber mal den ersten. Ich glaube, das ist ganz sick. Ich habe auf 1000 Zell der Vogel könnte eingefroren.
könnte rein sein. Nice. So, jetzt die 7. Runde Weihnachtsmarkt. Meinst du, der war's nicht? Boring people. Ah, schade, ein bisschen zu spät. Ja, vor allem war schon gut, der hat so seine ganzen. Hier die vorhin diese ganzen Figuren so im Handy abgefilmt wird. Also, wir machen unseren Weg zurück vom Weihnachtsmarkt. Es ist sehr, sehr wenig Licht. Also, Messer sagt teilweise 15. Ich traue mich das gerade nicht auf der Hand, vor allem wenn du das noch. Aber ich habe noch Next Shot, ich habe noch T-Shots. Ein paar Minuten haben wir noch, ne? Ja, ich denke auch. So, dass man den letzten Frame noch voll kriegt, so. Ja. Ich denke schon. Ich meine, die schreien natürlich auch, weil die so viel Licht haben, ne? Schreien. Mein Zug kommt, aber ich muss Hendrik den Film geben zum Entwickeln. Ich dachte, ich mache einfach gleich noch 2 Shots, bis der voll ist, weil ich noch 2 Bilder drauf hatte. Aber schaut gut aus, der Zug hält. Bitte schön. Sehr gut. Danke dir. Danke. Ja, Freunde, das war's jetzt erstmal. Wir hoffen natürlich, euch haben die Bilder gefallen. Ich muss generell sagen, als Fazit zum Fomapan, sehr kontrastreich, also wenig Schattenzeichnung. Ist ja, glaube ich, auch ein, ja, schon ein relativ bekanntes Problem bei dem Film. Ist auch insgesamt einfach eine Eigenschaft, die man auch generell bei günstigeren Schwarz-Weiß-Filmen einfach auch feststellt. Ja, wir hatten ja den Vergleich mit APX 100 oder 400, da hast du ja damals auch schon immer bemängelt, dass der halt sehr kontrastreich ist. Und ja, was mich auch immer so von Schwarz-Weiß immer ferngehalten hat. Genau, ja. Ja, sonst was mir gut gefallen hat an dem Film, war definitiv das Grain. Fand ich cool. Für einen 400er fand ich auch ein nices Grain. Schön grobkörnig, würde ich schon fast sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, viel Grain. Fand ich cool auf Schwarz-Weiß, kam sehr gut. Ja, generell, welcher Frame mir am meisten gefallen hat, würde ich sagen, war dein Möwen-Frame, wo wir am Ufer standen, also beziehungsweise am Rheinufer. Ja. Und im Grunde genommen jemand, dieser Möwe, die das Futter gegeben hat. Das fand ich sehr cool, auch vom Framing her und von der Komposition her. Ich fand's in dem Moment auch ganz gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so scharf ist. Ja. Ich hatte einige Situationen mit dem Ilford, wo mein Belichtungsmesser mir gesagt hat, hey, gerade so und so, und ich habe eigentlich höher oder weniger belichtet, manchmal je nachdem, und eigentlich sehen alle Frames, muss ich sagen, ziemlich gut belichtet aus, also anscheinend hat man da einen relativ hohen Spielraum, was das angeht. Genau. Bin insgesamt auch viel zufriedener mit dem Ilford, also der Fomapan für mich auf jeden Fall keine Option, wenn man den kontrastreichen und den grainy Look haben will, auf jeden Fall. Und halt günstig schießen. Ja, und günstig vor allem, auf jeden Fall eine Option. Ja. Vielleicht das Ding mal pullen, um vielleicht ein bisschen weniger Kontrast zu haben und ein bisschen weniger Grain. Ja. Pushen kann man natürlich ausprobieren. Fände ich jetzt uninteressant, den noch kontrastreicher zu machen. Aber mit dem Ilford war ich sehr zufrieden an sich. Wobei ich doch sagen muss, von allen Shots mein Favorite war dann doch der Fomapan-Shot von dir auf der Eislaufbahn. Den fand ich stark. Ja, aber wahrscheinlich eher generell bildtechnisch einfach von der Komposition her und von der Idee her, ne, mit diesem Low-Shutter. Genau. Wobei da der hohe Kontrast für mich das Bild auch ein bisschen macht, muss ich sagen. Stimmt, hast du auch gesagt. Ja. Also wahrscheinlich ist es einfach nur eine Sache von, was
was will ich gerade haben, bewusst raus hat, welcher Film man da in welcher Situation lieber haben möchte. Ja definitiv. Dann, ja, wir hoffen natürlich, euch haben die Bilder auch gefallen. Und ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Genau, ja, wir hatten im Schießen. Viel Spaß in Düsseldorf. Ja. Da kommt auch demnächst auf jeden Fall noch vieles auf euch zu, denke ich mal, in der Richtung. Ja, wird die nächste Stadt im Umkreis bestimmt mal angesteuert. Definitiv. Wir haben beide noch den Ilford 3200 da. Ja, das wäre auch nochmal ein interessantes Video. Wir hatten gesagt, Köln ist auch direkt um die Ecke. Ja. Da kommt bestimmt was. Definitiv. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare unten rein, wenn ihr schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht habt mit dem Fomapan oder mit dem Ilford bezüglich Push-Pull, was euch besser gefallen hat vielleicht, falls ihr beide schon mal geschossen habt. Generell einfach, welche Bilder euch vielleicht besser gefallen haben aus dem Video bezüglich auf dem Film. Ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Shutterspeed-Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Kakao.